Kamera läuft. Legerdorf 2024. 7.9. Ne, doch das. Ist da hinten ist das Fahrerlager, wo ich jetzt gerade hingucke. Ich mach mal hier, ich zeige euch mal eine komplette Runde. Müsste eigentlich nochmal, habe ich jetzt drauf, 7,8. Ne, ne? So, wollen wir mal gucken, wie weit das ist. Ja, hier ist der Start. Wir haben hier nicht so viel da, aber wir müssen hier leider auf der anderen Seite der Autobahn, das einzige, wo wir Fahrerlager machen können. Und deswegen starten wir auch von hier aus und wir müssen über die Autobahnbrücke rüber. Deswegen ist hier eigentlich nur Start und Ziel. Also ich fahre einfach mal los, guck einfach mal zu. Ich versuche natürlich heute mal was zu reden. Oh, das ist eigentlich Start. Mehr ist das hier nicht, weil wir haben nicht mehr Platz. Aber das ist doch interessanter. So, hier ist die Überfahrt. Da müssen wir jetzt hoch. Ups, Alter. Es funktioniert. So. Hier fahren wir jetzt über die Autobahnbrücke rüber. Hier wird links und rechts noch Sichtschutz hingebaut, damit wir für die Autobahnfahrer nicht abgelenkt werden. So. Hier ist auch nur einspurig nachher, weil wir hier auch wieder auf dem Rückweg fahren müssen. Muss ich mal gucken, wo es hier reingeht. Ja. So, jetzt fahren wir mal rein hier. Was haben wir neu dieses Jahr? Also ich bin das erste Mal jetzt hier lang noch freigeschnitten. Also wird nochmal freigeschnitten hier, sodass wir besser fahren können und so weiter. So, klar. Kleines Bäumchen. Also ich fahre jetzt wirklich hier noch ein bisschen vorsichtig, weil ich auch das erste Mal hier lang fahre. Da muss ich gleich kaputt spielen. Hier rum. So. Hier den Zaun vorbei. Ich sag, wir schneiden wir hier nochmal. Komm schön. Gas geben. Mal wieder geholt. Wir machen das hier noch breiter. Ja, hier geht es auch mit dem Baum rum. Alles freigeschnitten für euch. So, so jetzt geht's hier. Am Maisfeld lang. Bisschen tricky. So, hier geht's raus. Wetter klar. Alles abgesperrt sein nachher. So. Dann wollen wir nochmal rüber, ne? Hoppe, 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 hoppe. Zack, zack. Oh. Komm mal rüber, da geht's dann klar auch den Schicken rein, die geht da lang.
bin selbst ja noch gar nicht lang gelaufen. Konnte die letzte Zeit nicht mit aufbauen. Links ist wieder schicken lang. Mal sehen, was sie hier aufgebaut haben, die Jungs. Yeah! Und hier geht es wieder runter. Zwei Spuren links und rechts, also alles fahrbar. Nicht so schwer. 180 Grad. Auch noch gar nicht lang gelaufen. Was die hier gemacht haben. Ja. Jetzt weiß ich, muss ich mal überlegen. Muss er hier rum, genau. Viele Bäume. Ja. Hier ist wieder der übliche Weg. Ja, ich weiß. Ich darf das. Da fehlt die Steiner. Ja, da müssen wir noch mal gucken, was wir hier bauen. Der Hügel ist noch da. Ob wir hier unten lang fahren oder nach oben. Dann lassen wir uns noch was einfallen. Hoppla! Auch wieder hat das geregnet. Na, gucken wir mal. Oh!
Da kann man doch was Schönes drauf bauen. Aber hier geht es uns nochmal gerade lang. Ein bisschen Kreuz und Quer ein. Lass mal sehen, was uns noch so einfällt hier. Wie gesagt, hier können wir noch nicht, da müssen wir noch warten. So, dann kommen wir gleich wieder zum Wald zurück. Weggeschnitten. Schön sehen, geballert. Rechtzeitig an. Nennungsschluss ist der 30.08. Danach müsst ihr dann nach dem Gebühr bezahlen. Da könnt ihr dann am Tag noch nehmen, wenn ihr wollt, aber kostet dann 50 Euro mehr. Und ja, es gibt wieder gute Preise. Unser Sponsor AXA Team mit Soho hat wieder für die ersten Plätze Nexus-Reifen gesponsert. Und da soll noch was kommen, was noch in Planung ist. Da gibt es schon wieder Pokale. Hätte ich das gewusst, dass du fotografierst, wäre ich ja viel schneller lang gefahren. Naja, ich will euch ja nur die Runde zeigen. So, dieses Jahr haben wir nicht viel künstliche Hindernisse aufgebaut. Wir haben einmal unsere Krokodilsbrücke. Die Schwebebrücke ist noch nicht fertig. Und dann haben wir noch was Neues.
Aber ich fahre jetzt nicht drüber, ich zeige euch das nur. Ich fahre die schicken Leinen. Schön eng. Schön eng. Und wenn es noch ein bisschen länger dauert. Aber alles, auch das ist fahrbar. Aber so, jetzt haben wir schon wieder einen Rückweg. Dann wieder 2 Stunden hier rumeiern. Oh. Der Kleine fährt auch. Der macht auch einen Film. Das wollen wir euch zeigen. So, jetzt komme ich wieder aus dem Wald raus. So, dann kommen wir wieder auf die Straße. Und hier geht das dann wieder an den anderen Maisfeld zurück. Hier wird noch geschnitten, das lassen wir nicht so. Wir haben nur so ein bisschen frei gemacht, damit ich überhaupt nicht reinkomme für den Film. Damit schmuddeln wir nochmal mit Trecker durch. Mit so einer Fräse, damit eine schöne Spur hier drin ist. An der anderen Seite auch nochmal durch. Ich fahre jetzt fast so lang, das geht ja. Wie gesagt, ihr werdet auch freigeschnitten. Das wollen wir nächstes Wochenende machen. So, muss mal gucken, ich glaube, hier geht das raus. Ja. So, hier ist wieder auf der Straße. Hier ist einspurig. Und auch Überholverbot. Ihr werdet nicht überholt. In der Mitte hier ist auch der Rettungsweg. Andere Seite Hinfahrt, diese Seite Zurückfahrt. Ja, und dann geht das hier wieder runter. Aufs Feld, Schule und so. Die haben da das Dings gebaut. Ja, da hinten ist das Fahrradlager, das ist glaube ich groß genug. Hier Startbereich und Anmeldung und so weiter und so weiter. Das ist alles hier. Startbereich da hinten, wie ich vorhin gezeigt hatte. Ja, Strecke kann ich euch gar nicht sagen. Ist lang, länger wie sonst. Durch die Straßen, na klar, und dann Maisfeld, aber ja. Freut euch drauf, freut euch. Ich behaupte, dass klar, dass trockenes Wetter ist. Wir bedanken uns nochmal bei den Sponsoren. AXA, Team Itzo. Wie gesagt, wieder Reifen und dann haben sie noch eine Überraschung. Die haben sie mir noch gar nicht gesagt. Mal sehen. Ja, Pokale gibt es noch klar wieder. 1. bis 5. Platz. Wie immer. Für alle Klassen. Ich hoffe, ihr erscheint zahlreich. Und ihr habt richtig Bock auf, nach der langen Pause. Und ich hoffe denn, ich kann euch auch schon mal sagen, welche Veranstaltungen nächstes Jahr auf jeden Fall schon wieder dabei sind. Ne? Das werde ich euch dann bei der Fahrerbesprechung sagen. Wir waren echt wie wild am Telefonieren und rumtelefonieren und gucken und machen, um euch doch noch eine Strecke zu kriegen. Also es wird leider dieses Jahr dabei bleiben, nach uns noch Schöneberg und der Plate Endlauf. Obwohl Plate ist immer sehr schöner. Ich finde das echt schöner. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr 1, 2 Veranstaltungen noch mehr ins Boot kriegen. Ist nicht einfach heutzutage hier in Deutschland. Naja, wir machen weiter, wir kämpfen weiter, wir versuchen alles. Und ja, wir sehen uns dann am spätestens 7.9. Trainiert schön, Jungs und Mädels. Wir sehen uns dann. Bis dann. Und
und tschüss.